2 Jahren gehen Fridays for Future und auch viele andere Organisationen gemeinsam mit Millionen Menschen für mehr Klimagerechtigkeit auf die Straßen. Wir haben die Klimakrise zum zentralen Thema gemacht, Wahlen zu Klimawahlen. Neue Klimaparteien haben sich gegründet und Notstände wurden ausgerufen. Währenddessen hält uns die Bundesregierung mit leeren Versprechungen hin. Sie möchten Deutschland bis 2050 klimaneutral machen. Unsere Umweltministerin Svenja Schulze hat nun angekündigt, dieses Klimaziel auf 2045 vorzuziehen. Ambitioniert nennen Sie das. Wir nennen das zu spät. Das nehmen wir nicht hin. Gemeinsam mit anderen Organisationen und jungen Menschen sind wir einen wichtigen Schritt gegangen. Wir haben gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung geklagt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich zu uns gestellt und verpflichtet die Regierung zur Nachbesserung des Klimaschutzgesetzes. Es sagt, wir sind eine gleichberechtigte Generation. Das Klimaschutzgesetz ist nicht generationengerecht. Jetzt kommt das große Nachbessern. Schulze, Scholz, Merkel, Altmaier, Laschet. Alle beteuern sie, das Thema nun ernst zu nehmen und ihr Klimaschutzgesetz anzupassen. Hier ein paar Prozente mehr, da ein paar Jahre früher. Aber es reicht nicht, wenn Parteien jetzt ihre Klimaziele ein bisschen verbessern. Zahlreiche bestehende Gesetze sind unzureichend, um das Pariser Klimaabkommen umzusetzen. Das ist keine klimagerechte Politik. 15 Jahre sind generationengerecht. 15 Jahre sind das Maximum, was wir haben, um eine 1,5 Grad Erwärmung einzuhalten und Dominoeffekte, die die Erde unaufhaltsam weiter einheizen, in Zaum zu halten. 15 Jahre sind auch das Einzige, was gerecht ist gegenüber den Menschen, die schon heute am stärksten unter der Klimaerhitzung leiden. Um in 15 Jahren auf Null zu kommen, muss jetzt gehandelt werden. Dazu gehört ein gerechtes CO2-Budget und ein Kohleausstieg bis 2030. Und nein, Herr Laschet, 2038 ist nicht Paris-konform. Nicht im Entferntesten. Wir brauchen auch einen richtigen CO2-Preis. Und damit dieser CO2-Preis gerecht ist, muss eine Klimaprämie zum Ausgleich eingeführt werden. Es müssen weitere Gesetze angepasst werden, um Energiewende, Verkehrswende, Bauwende und Co. Realität zu machen. Handelt endlich! Gerade jetzt, nur ein paar Monate vor der Bundestagswahl, müssen wir das Thema Klimagerechtigkeit überall präsent machen. Bitte helft uns dabei und kommt zur Großdemo am kommenden Freitag um 14 Uhr, am Prinzipalmarkt für die Laufdemo und am Schlossplatz für die Fahrraddemo. Helft uns auch, die Großdemo zu bewerben. Dafür verteilen wir gleich Sticker und Plakate, gibt sie gerne an Freundinnen und Bekannte weiter. Dankeschön.